Gut, das Thema der heutigen Pressekonferenz ist ein Thema, das alle jetzt beschäftigt in Österreich und nicht nur in Österreich, sondern auch im Burgenland. Und es ist so, dass wir einen offenen Brief in Form einer Resolution seitens SOS Mitmensch Burgenland bekommen haben. Diesen Brief nehmen wir zum Anlass, über das Asylwesen nachzudenken und auch natürlich insofern nachzudenken, indem man diesen Brief schon kritisch hinterfragen. Es ist so, dass darin in der Resolution angeführt ist, dass Asylanten nicht mehr willkürlich verlegt werden dürfen. Das heißt, das ist die Forderung von SOS Mitmensch. Oder eine Forderung ist noch, Asylunterkünfte nur in zentralen Orten mit Betreuungspersonal, welche für den Umgang mit anderen Kulturen und religiösen Aspekten qualifiziert sind, zur Verfügung zu stellen. Oder man fordert auch die Ermöglichung der Führung eines selbstbestimmten Lebens und selbstständigen Handels ab dem ersten Tag in der Grundversorgung. Das heißt, es muss ab dem ersten Tag in der Grundversorgung diese Möglichkeit geben. Dann fordert man auch den Zugang zum Arbeitsmarkt. Weiters fordert man die Anpassung der Grundversorgung an die Mindestsicherung. Das heißt, man möchte, dass jeder, der um Asyl ansucht und hier natürlich die Zeit verbringt, die Höhe der Mindestsicherung bekommt, trotz Wohnmöglichkeit und Vollversorgung, wie wir auch wissen. Dann fordert man die eigenständige Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen und Ärzten. Das heißt, die eigenständige Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen und Ärzten, obwohl ja jetzt es schon eine Ärztezuständigkeit in den Betreuungseinrichtungen gibt. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich schauen, dass man dann in der Nähe sogar einen Arzt ansiedelt, nach dem Schreiben von SOS Mitmensch. Und man fordert auch eine Wohnung und Arbeit innerhalb von 4 Monaten für Asylanten. Das heißt, es muss innerhalb von 4 Monaten eine Wohnung und eine Arbeit für diese Personen gefunden werden. Wenn man sich jetzt das Burgenland ansieht, im Burgenland gibt es 30.000 armutsgefährdende Personen und 9.000 Kinder, die armutsgefährdet sind. Das muss man sich vorstellen, 9.000 Kinder. Diese armutsgefährdenden Personen haben teilweise nicht einmal Anspruch auf die Mindestsicherung und haben auch keinen Anspruch auf irgendwelche Vollverpflegung oder irgendwelche Wohnmöglichkeiten. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sollen sogar Pfarrheime adaptiert werden. Das heißt, am Beispiel in Mattersburg soll dort das Pfarrheim adaptiert werden, soll dort für Personen Platz gemacht werden, sollen dort Asylanten oder Flüchtlinge untergebracht werden. Das Pfarramt befindet sich neben der Volksschule und auch neben dem Kindergarten. Und wenn man sich das so ansieht, dann kommt in mir natürlich schon Skepsis auf. Ne? Denn was ist, wenn dieser Flüchtlingsstrom dann wieder zu Ende ist, wenn Frieden in diesen Gebieten eingekehrt ist, dann werden wahrscheinlich alle Pfarrämter weiterhin Asylanten aufnehmen. Und wir alle wissen ja gar nicht, ob das wirklich Asylanten sind, die Asylstatus haben oder Asyl brauchen, denn es würde ja auch die Möglichkeit bestehen, dass man natürlich auch Personen einschleusen könnte. Man darf nicht vergessen, dass an die 80% aller Asylanträge abgelehnt werden. An die 80%. Es kommen ca. 17.000 Asylanträge pro Jahr. Das heißt, es kommen mehr nach Österreich als die Landeshauptstadt Eisenstadt Einwohner hat, das muss man sich vorstellen. 20% davon versickern in die Illegalität. Das heißt, das ist schon ein Problem. Vor dem Problem darf man die Augen bei Gott nicht schließen. Es ist so, dass jetzt natürlich in den Pfarrämtern um Genehmigung angesucht wird, um behördliche Genehmigung zur Unterbringung. Also wir Freiheitlichen fordern schon, dass die Pfarrgemeinderäte dazu befragt werden sollen. Es kann ja nicht einfach so sein, dass dann im gesamten Burgenland in jedem Pfarrheim Asylanten untergebracht werden. Vor allem, wenn man sich die Situation anschaut in Österreich mit der Armutsgefährdung oder
Es gibt auch viele Obdachlose im Burgenland, da wo man keine Unterkunft findet. Das heißt, wir wollen da schon auch das Land in die Pflicht nehmen und sagen, diese behördlichen Genehmigungen sollen so lang hintangehalten werden, bis die Pfarrgemeinderäte und auch die Gemeinderäte in unseren Gemeinden befragt worden sind. Und es würde aus meiner Sicht der Kirche auch gut tun, vielleicht an christliche Flüchtlinge zu denken. Das würde aus meiner Sicht auch der Kirche gut tun. Und wenn man sich die Situation ansieht, dann ist es eines auch noch im gesamten Asylbereich zu erwähnen, dass die Schlepperei eigentlich das schlimmste Verbrechen ist. Wird so manchen Familien werden bis zu 20.000 Euro abgenommen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es ja auch so, dass die Flüchtlinge in ihrer Heimat ja, wenn man versucht, alle nach Europa zu bringen, entwurzelt werden. Das heißt, wir brauchen kulturnahe Flüchtlingsstädte, solange bis wieder Frieden in diese Region eingekehrt ist. Und es ist wirklich nicht in Ordnung, dass Menschen aus dem eigenen Kulturkreis entwurzelt werden. Diese Vorgangsweise ist einfach inhuman. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele Millionen Menschen sollen oder müssen wir aufnehmen? Wann hört das auf? Sind es 50 Millionen oder müssen wir hunderte Millionen aufnehmen? Wir wissen, dass die Armut und auch natürlich die Kriegstreiberei in diesen Ländern massiv ist. Wir wissen auch, dass es ständig ärger wird, dass durch diese Islamisten, durch diese Dschihadisten, die ja wirklich unglaubliche Verbrechen begehen, sozusagen die Länder dort in massiven Notstand kommen. Deshalb wäre es wirklich wichtig, in diesem kulturnahen Bereich Flüchtlingsstädte zu errichten, mit einer entsprechenden Wasserversorgung, mit Plantagen, mit einer Infrastruktur, die sich lohnt, dort zu leben, bis wieder Frieden einkehrt. Es kann nicht so sein, dass alle Flüchtlinge nach Europa transportiert werden, entwurzelt werden aus ihrer Heimat und dann bei uns bleiben. Und viele werden das Buch von Sarrazin kennen, Deutschland schafft sich ab. Wenn das so weitergeht, wird sich nicht nur Deutschland abschaffen, sondern es wird sich auch die EU abschaffen. Und wenn man sich die Situation ansieht, dann ist im Bereich, und das ist auch noch wichtig zu erwähnen, im Bereich der Drittstaatenregelung die Gesetzesmaterie aus meiner Sicht ausgesetzt. Nach Dublin II müsste jeder in dem Land, in dem er aufgegriffen wird, um Asyl ansuchen. Das ist ja derzeit nicht der Fall. Das heißt, das betrifft auch das Burgenland und deshalb ist es mir wichtig, auch dahingehend einmal einiges loszuwerden. Und wenn man sich die Situation ansieht und jetzt wirklich diesen Brief von SOS Mitmensch sich anschaut, haben sich zusammengeschlossen, SOS Mitmensch, Asyl in Not, Asylkoordination, Bleiberechtsplattform Burgenland, Europahaus Burgenland, Evangelisches Pfarramt Stadt Schleining, Integrationshaus Wien, Katholische Jugend und Jungschar Region Oberwart, Katholische Männerbewegung, KPÖ Burgenland, SOS Kinderdorf, SOS Mitmensch, Referat für ethische Gruppen, Diözese Eisenstadt und so weiter und so fort. Also das heißt, hier fordert man diese Punkte, die ich vorher angeführt habe, aber man denkt nicht an die armutsgefährdeten Burgenländer, man denkt nicht an die vielen Obdachlosen. Auf jeden Fall wird es so sein, wenn irgendeine Partei diesen Antrag im Landtag einbringt, dann werden wir uns entschieden dagegen aussprechen. So viel zu dieser Initiative seitens SOS Mitmensch. Ich möchte jetzt den Georg Kowaschitz auch um einige Statements bitten. Naja, zunächst ist es so, dass wir das Dublin II-Abkommen haben und wie der Herr Gruppoppmann schon erwähnt hat, der Asylsuchende verpflichtet ist, dort wo er europäischen Boden betritt, hat er den Asylantrag zu stellen und nicht dort, wo der Herr Asylant
widel. Ja, das ist einmal das eine. Daher ergibt sich eine Situation, die unerträglich ist, weil sie reisen durch mehrere gesicherte Drittländer, bis sie dann endlich bei uns sind und da stellen sie den Asylantrag. Und dass das natürlich dann zu Engpässen führt, weil wie wir gehört haben, 80% ja gar keine wirkliche Asylanten sind nach dem Asylgesetz, sondern einfach Wirtschaftsflüchtlinge und daher keinen Asylantenstatus kriegen, aber sie werden einmal aufgenommen und werden von uns versorgt und betreut. Natürlich kostet das einen Haufen Geld und es mag schon sein, dass dann an Quartieren mangelt für die wirklichen Asylanten, ja, für die, die wirklich Asyl brauchen, für die das auch gedacht ist, ist dann kein Platz oder kein Geld da. Und daher ist die Bundesregierung einmal in erster Linie aufgefordert, das abzustellen, Wirtschaftsflüchtlinge zu importieren. Und warum die bei uns die Anträge stellen, ist scheinbar der Grund der, dass wir noch immer zu viel an Sozialleistungen zahlen. Weil die Kronenzeitung hat vorige Woche eine Statistik veröffentlicht, wonach Österreich hinter Schweden und Malta das drittstärkste Land ist, was die Aufnahme von Asylanten betrifft. Und das kann nicht sein. Ne? Das kann nicht sein. Wir haben keine Außengrenze. Also über Österreich, wie der nach Österreich kommt, geht nur über das Schlepperwesen. Und das gehört abgestellt. Das kann es nicht sein, dass jemand sich aussucht, wo er hingeht, wenn man sich anschaut, dass so Länder wie Italien, die mit Lampedusa auch einigermaßen gestraft sind, weit hinter uns liegen. Da muss man sich wirklich überlegen, was wir falsch machen. Und bezüglich der islamistischen Asylanträge muss man auch sagen, interessanterweise die wirklichen Kriegstreiber, die Saudis oder Amerika, da hört man nichts, dass die irgendwem aufnehmen. Ne? Die schicken sie alle nach Europa und wir sollen die versorgen. Das kann auf Dauer nicht sein. Und zu diesem Brief von SOS Mitmensch muss man dazu sagen, es kann auch nicht sein, dass wir Pensionisten haben, die das Land aufgebaut haben nach dem Krieg und mit einer Mindestpension von 400-500 Euro leben müssen, aber für Asylanten verlangen wir die Mindestsicherung. Es kann auch nicht sein, dass unsere jungen Mütter, wenn sie sich entscheiden, bei den Kindern zu Hause zu bleiben, mit 400 Euro abgespeist werden, aber der Wirtschaftsflüchtling, der hat Anspruch auf die Mindestsicherung. Das kann einfach nicht sein und daher ist das grundweg abzulehnen. Gut, Dankeschön. Bitte.